Hey ho, heute machen wir es kurz und schmerzlos. Ich mache Gulasch, so wie ich es mag. Wie kommt der Titel zustande? Na ganz einfach, ich war beim Shoppen und habe nur eingepackt, was ich mag. Also, ganz einfach. Gehen wir rüber, ist ein Haufen Zeug und machen wir die Übersicht. Und dann wird erstmal geschnibbelt und danach geht's raus in die Grillkota. Und ich denke, das wird heute der FT12 mitkommen. Na, aber hallo, bei der Übersicht hier muss ich ja fast schon meine Cam weiter wegstellen. Also, was haben wir alles? 2 Kilo Rindschweingulasch. Dann haben wir hier so Bauchspeckstreifen. 2 Cabanossi, eine Salami, Zwiebeln, weiß ich noch nicht wie viel Kleinschnippel. Dann habe ich 2x400 Gramm Champignons, einmal weiße, einmal braune. Dann so Mini-Kartoffelzwerge, die möchte ich so wie sie sind, einfach dann mit in den Pott reinfeuern. Dann so Mini-Tomaten, die werden auch bloß einfach, also nochmal durchgewaschen und dann auch einfach reingefeuert. Die Tomaten werden klein geschnippelt. Dann habe ich noch ein Rinderfond, Tomatenmark, an Schmand, an Butterschmalz zum Anbraten. Hier habe ich noch etwas Mehl hier drüben. Dann Salz, Pfeffer, Paprika, eine geräucherte Paprika und eine Pfeffermischung. Mehl hatte ich glaube ich schon. Ja, und noch eine Gemüsebrühe und noch viele Schüsseln, wo ich das ganze Zeug dann neiwuchten kann. Ja, dann würde ich mal ganz schlichtweg behaupten, ich fange jetzt einfach mal schnell an mit dem Gulasch, damit wir das durch haben. Dann kann ich das nämlich schon auf die Seite stellen. Und dann Schnibbelarbeiten und Putzarbeiten. Also, ein Gulasch. Das werden wir vorher ein bisschen salzen. Pfeffern. Und ein bisschen Paprika mit drüber, geräucherter. Dann kann ich die Gewürze auf die Seite stellen, die kommen dann bloß noch mit raus. Und zu guter Letzt, nein, zuerst knet man das jetzt erst einmal ein bisschen durch. Und dann tun wir nämlich gleich noch ein bisschen Mehl über das Fleisch drüber. So. Das restliche Mehl kommt dann auch mit raus. So, somit hätten wir schon unser Fleisch komplett vorbereitet und es wäre fertig zum Anbraten. Ja, und was soll ich jetzt sagen? Schneiden, 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 schneiden. Putzen, putzen, waschen, schneiden. Und wenn das alles soweit erledigt ist, dürft ihr die komplette Übersicht nochmal sehen. Ach du heilige Kacke. Das ist eine Menge. Naja, egal. Das wird schon neigen in den FT12. Und wenn nicht, hole ich mir den FT18. Ja, Leute. Also es sind allein ja schon 3,2, 3,3 Kilo Fleisch. Mit der Wurst mitgerechnet. Naja, die Zwiebeln habe ich komplett reingeschnitten. Einfach bloß Scheiben. Die Pilze nur geschwaschen. Ja, ich weiß, man wäscht Pilze nicht. Normal nicht, aber geht auch. Kartoffeln. Die Paprika und die Tomaten. Also ich habe das jetzt immer so, wie man es dann in den Topf rein donnern. Gut, Leute, das Einzige, was jetzt hier, da sind noch die Gewürze, rein theoretisch fehlt, ist vielleicht später noch ein extra Wasser. Ja, aber das sehen wir dann. Ich werde jetzt alles schön gemütlich in die Grillkota rausbringen, nachdem ich das letzte Video hochgeladen habe oder angeklickt habe zum Hochladen. Und ja, Grillkota anfeuern und dann sehen wir uns draußen. So Leute, mächtig Kohlen glühen vor. Da hinten steht das. Ja, geh halt.
Da hinten steht das ganze Geraffel an der Bank. Und hier unten steht der FT12. Ja. Ich glaube, den werden wir heute brauchen. So Leute, es geht los. Den Schalter einfach hardcore da rein. Montieren den Grill nebenbei auseinander. Raus mit der Asche hier. So. Ja, und dann kommt zuallererst der Butter, ein bisschen der Butterschmalz rein. Dass wir unser Fleisch anbrutzeln können. Und ich habe mir jetzt überlegt, um das normale Video hier jetzt nicht, weil nebenbei läuft noch ein Livestream, zu sehr zu, na, sagen wir, überstrapazieren, werde ich euch ganz einfach bloß immer kurze Ausschnitte, kurze Szenen zeigen, was ich gerade drauf hau, was ich wieder runternehme. Ja, so die Richtung. Weil ansonsten wird es echt wieder viel zu lange, das Video. Weil ich kann es einfach nicht, dass ich dann die Szenen rausschneide. Weil was ich aufgenommen habe, muss ich irgendwie auch immer senden. So. Also, lassen wir jetzt erstmal den Butterschmalz schön schmelzen, heiß werden. Und dann schlagen wir uns die Rübe an und hauen wir erst einmal hier portionsweise rein und drunter schön anbrutzeln. So, jetzt fängt es hier zum Dampfen an. Jetzt hauen wir hier erst einmal unsere erste Ladung rein. Ja, Freunde, ich würde mal sagen, das sieht mal richtig gut aus. Und jetzt schütten wir ein bisschen was wieder von der Brühe rein. Ja. Na, geht nicht. Egal. Kommt ja eh später wieder mit rein. Ja, und dann hauen wir unsere nächste Ladung rein. Und wenn der hier schön angeschmort ist, hauen wir dann die Ladung mit rein. So, machen wir jetzt einen nach dem anderen. Und hier können wir gleich mal schon mal ein bisschen Tomatenmark mit dazu tun. Aber schon langsam ruckelt man das an, dass ich ein bisschen Flüssigkeit reinigen muss. Also der Bums, was ich hier von unten heute habe, das ist schon heftig. So, ein klein bisschen noch und dann kommt der Rest mit rein. So Freunde, die nächste Ladung wäre soweit fertig. Gleich wieder raus damit. Schade, ich habe das Becken versenkt. Oh, mir steigt hier der Duft in die Nase. Das ist ja brutal geil. So, was habe ich als nächstes rein? Ene, mene, mu. Wir hauen die Zwiebeln rein. Und schmoren mal schnell die Zwiebeln ein bisschen an. Dann natürlich wieder ein bisschen Butterschmalz dazu. Wenn ich die ganze Packung heute rein donner, ist mir auch egal. So Freunde, nachdem ich jetzt hier die Zwiebelchen, na sieht man es, jawohl, auch schon wieder rausgenommen habe, die sind soweit gut, habe ich jetzt die Pilze rein, die schmoren wir jetzt auch noch schön ordentlich an und ganz zum Schluss kommt dann noch das Rotzeug, Grünzeug ist es ja nicht, rein, wird auch nochmal angeschmorgelt und dann kommt alles wieder komplett rein in den Topf. Jo. Wasser bzw. Brühe habe ich auch gerade wieder reingekippt, dass sich der Bodensatz löst, weil ansonsten wird das Ganze nämlich viel zu schwarz.
Wobei ich jetzt gerade echt am Überlegen bin, ob ich den nachher nicht nochmal ausspüle. Was vielleicht gar nicht unbedingt verkehrt wäre. Weil das ganze Ding ist nämlich mittlerweile sowas von brüllend heiß geworden. Ja, ich schmore jetzt noch die Pilze fertig an. Und dann hole ich mir Wasser, tue es mit dem Wasser ganz kurz aufgießen, dass sich das Zeug ein bisschen löst. Kipp's dann aus und dann kommt der Topf wieder drauf. Freunde, also ich habe jetzt die Pilze wieder raus hier. Die sehen gut aus, das sollte reichen. Und so weh es wie mir das jetzt wirklich tut, aber ich muss den Topf ein bisschen sauber machen. Sprich Wasser rein, ein bisschen den Bodensatz auskratzen. Und dann abkippen, weil nee, das Zeug da unten drin ist definitiv schon leicht angeschmort, angekokelt, angebrannt. Und das will ich natürlich nicht in meinem Gulasch haben. Und bis ich das jetzt, ja, ihr seht ja das. Und dann werde ich auch die Kohlenverteilung neu gestalten. Und wenn ich das alles soweit habe, hole ich euch natürlich wieder hinzu. Aber besser ist es, weil wir wollen ja leckeres Gulasch haben. Und nicht eins, was nach angekohlt schmeckt. So, das mache ich jetzt. So Leute, ich habe den Topf ausgespült. Kann man sogar noch anlangen halbwegs. Und ja, ich kann mir schon denken, warum das unten so angekohlt ist. Also bis jetzt habe ich ja noch wirklich noch nie so eine Zwischenspülung machen müssen. Aber wenn man bedenkt, dass ich zuallererst ja das Fleisch angebrutzelt habe und das meliert war und dann die Mehlpampe jetzt die ganze Zeit da drin war, ja, dann leuchtet es doch ein, dass das etwas schwärzer geworden ist, der Topf. Naja, und dann gibt es halt eine Zwischenreinigung. Hat ja gut funktioniert. An der Pilze ist ein klein bisschen dunkel, aber nicht viel. Ein paar so kleine Bobberles. Aber das passt schon. So. Warm werden wird der gleich wieder. Dann kann man gleich wieder Tomatenmark mit hineinwuchten. Leute, was soll der Geiz? Ich habe jetzt leider diese geile Turbopresse nicht da. Da muss ich auf herkömmliche Art und Weise, weil ich schon wieder merke, dass die Hälfte in der Tube drin bleibt. Das wird mir zu heiß hier drüber, das mache ich jetzt hier. So. Hier können wir jetzt auch gleich ein bisschen Brühe mit hinzufügen. Sonst kochelt uns das Tomatenmark gleich wieder an. Aber das ist alles kein Thema. Das kriegen wir hin. Jetzt ist es soweit. Ja gut, ein bisschen länger hätte man die Tomaten noch können, aber die platzen definitiv nachher noch auf. Das Zeug ist ja noch eine ganze Weile hier drin. Und jetzt hauen wir alles wieder hier rein. Ups. Kraftakt. Jesus, Maria und Josef. Und Barbecue-Brülleimer. Die Röstaromen hängen hier auch noch schön an dem Fleisch dran. Also kein Grund zum Brennen. So. Jetzt kommt gleich die Brühe mit rein. Ich glaube, da brauchen wir noch jede Menge Wasser. Dann kommen
Kartoffeln mit rein. Haben wir extra die kleinen genommen. Dann kommt noch alle Fälle schön Mehl mit dazu. Durch das längere Köcheln ist dann sowieso der mehlige Geschmack weg. Das Glas Rinderfond können wir mit hinzutun. So, wo ist noch das Wasser? Und dann ordentlich verrühren. Dann bin ich mir tatsächlich noch am Überlegen, ob ich nicht noch mal einen Schub Mehl reinhauche. Mache ich auch. Na komm. Egal. Ein bisschen Wasser verdunstet ja noch. So, und das Ganze lassen wir jetzt dann noch die nächsten 1-2 Stunden köcheln, bevor wir es für fertig erklären. Mindestens 2 Stunden. Aber wir werden vorher auf alle Fälle gucken, ob die Kartoffeln durch sind. Weil ich habe da mal jemanden hier gehabt. Hierherin! Und der hat auch was gemacht. Ja, und die Kartoffeln waren nicht durch. Und das war nicht so gut. Aber wer das war, ist ja egal. Er hat definitiv aus seinem Fehler gelernt gehabt, das weiß ich. Und gut ist. So. Und jetzt nochmal kurz Cam auf mich. Ja Leute, wie gesagt, wo gearbeitet wird, wo gekocht wird, passieren Fehler. Nicht immer kann alles hundertprozentig klappen. Heute hat man es dran gesehen, dass mein meliertes Fleisch hinterher sich der Bodensatz gebildet hat. Ich schwitze mir hier einen ab, ich muss die Tür zumachen, wächst quack 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 draußen. 30,8 Grad. Ja, hilft nichts. Und ja, jetzt lassen wir es köcheln. Wir haben 17.30, 18.30, 19.30, 19:30, 7:30. Zwischendrin schaue ich mal durch. Rühre um, vielleicht abschmecken, vielleicht hole ich euch auch wieder dazu. Ja, und in der Zwischenzeit räume ich hier meinen ganzen Kruscht auf. Was ich noch da lasse, ist Salz, Pfeffer, Paprika und den Schmand. Genau, gut. Wir sehen uns dann später wieder. Leute, hierherin riecht es unbeschreiblich geil. So, jetzt brauche ich einen Handschuh. Und dann rühren wir nämlich jetzt einmal wieder um. Boah, schaut euch das an. Richtig, richtig, richtig geil. Ich muss doch gleich schon wieder unten ansetzen. Naja, es geht. Ja, jetzt wird es Zeit, dass der Bums von unten mal langsam nachlässt. Also es sind ja bloß noch die Atomkohlen, was da von unten so extrem feuern. Und davon sind ja gar nicht mehr so viele drunter. Und das Ding brodelt trotzdem wie verrückt. Weil den Topf jetzt so runternehmen, ist mir viel zu schwer. So, und jetzt nochmal kurz Cam auf mich. So, weil in diesem Video will ich noch 2-3 Grüße loswerden. Zum einen an Radi, dafür Daumen hoch, du hast schon wieder mein Live-Video verpasst. Dann an Big Tuck Barbecue, an Taki, gute Besserung.
Ja, und zum Schluss noch ein Barbecue-Brülleimer. Prost. Jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Ja. Wie habe ich schon gesagt in dem Video, ich habe ja eigentlich ein paar Leute angefragt. Keiner wollte kommen. Keiner wollte mehr leckeres Gulasch. Ja, werden wir halt einiges eingefrieren müssen. Ja, aber ich lasse mir es jetzt hier noch ein bisschen gut gehen. Jetzt haben wir es Viertel nach sechs gleich. Und naja, Stunde und ein Viertel habe ich jetzt noch Zeit. Schaue ich noch ein paar YouTube-Videos an. Und ja, irgendwann wird dann probiert. So, wir sind bald soweit. Jetzt haben wir es 18:44. Also ja, noch eine halbe, dreiviertel Stunde und dann könnte rein theoretisch schon serviert werden. Oh. Die Patricia wieder. Wir haben vorher schon mal das Süßchen probiert. Und Leute, ich sag's euch, es ist cremig. Es muss nichts mehr nachgewürzt werden. Es ist perfekt. Schneibrett. Nee. Ein klein bisschen hat's angesetzt. Aber das ist nicht schlimm. Ich habe den Topf vorher mal zwischengereinigt. Ja, ja. Ich schneide mal ein Stück Wurst. Oh, jetzt rutscht aus meinem Handschuh raus. Hier, Hilfe. Wir sind viel hungriger als du. Mir egal. Ich bin der Koch, ich muss probieren. Ich will probieren. Ja, dann probiere hier, bitteschön. Dann muss ich dich aber filmen dabei. Aber ja, darf ich dich filmen? Ja. Bin aber nicht gerichtet. Muss Vorsicht, verbrennt an Schnabel nicht. Dann wird uns die Patricia gleich sagen, wie es schmeckt. Wow. Mega. Wunderbar, wunderbar. Na gut, probiere ich später nochmal. Juhu, es ist soweit. Wir haben es 10 vor 8. Unser allweil zu spät kommender Georg ist auch endlich eingetrudelt. Oh, oh, lecker. Leicht brodeln tut es noch. Die Kohlen mittlerweile unten ziemlich runtergebrannt. Habe ich das Timing sehr gut getroffen. Und gib mal Löffel weiter. Tja, dann wollen wir mal. Ich hoffe, dass die Kartoffeln durch sind. Solange wie die gekocht sind, müssten sie ja schon püriert sein. Ja, noch ein paar Pilze werden wir finden. Schatzi? Ja, hier. Um Gottes Willen, nee, so viel mag ich nicht. Dann geben wir das kleinen Georg, unserer kleinen Fressmaschine. Das muss schon schneiden. Nein, das bleibt drin. Das muss schon schneiden. Er hat gegrinst. Nein, wer viel schafft, hat Hunger. Das ist ganz normal. Warum habe ich denn so viel Hunger? Ich glaube, ich lasse das jetzt mal so. Pet, pet. Mach selber. Und Gurten. Und Gurten. Hier, Löffel, 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 Löffel. Ja. Oh. Tja, Leute, dann wollen wir essen. Was ist das? Was ist denn das? Ein Chirizo, oder? Hä? Ist das ein Chirizo? Cabanossi. Cabanossi. Tja, Freunde, und ich würde mal sagen, Gulasch, so wie ich es mag. Jawohl. Ja, doch, die Kartoffeln sind weich. Guten. Also, ich bin ja immer noch von Nudeln. Seit Freitag. Schon wieder. Ja, wir haben Nudeln gehabt. Wunderbar, ey. Heiß ist es, lecker ist es. Das Fleisch ist mit Sicherheit auch sehr zart geworden. Bin ich mir jetzt schon sehr sicher. Mhm. Rindfleisch kann man auch zerdrücken.
Pilze sind auch noch erkennbar. Und das Gemüse ist natürlich in der Soße leicht verköchelt, so wie ich das wollte. Sehr lecker. Leute, aber wir essen jetzt und nachher sprechen wir dann in die Runde noch ein schönes Fazit. Heiß ist's. Aber Leute, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, was es aber auch absolut nicht benötigt, das Essen, das ist der Schmand. Also brauchen wir absolut nicht. Ist perfekt. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Zu viert haben wir doch ziemlich rein geleuchtet in den Topf. Ja, und der Rest kommt jetzt dann in einen anderen Topf rein und schauen wir mal, ob wir morgen noch was davon essen. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann frieren wir es ein. Tja, und jetzt noch das Fazit zu Gulasch, wie ich es mag. Also mir persönlich hat es wirklich sehr, sehr lecker geschmeckt. Was mich überrascht hat, dass, was mich freut, ist, dass die Soße so geil geworden ist. Wirklich cremig, ohne dass man hat jetzt noch was machen müssen. Einfach nur perfekt. Georg! Ja, gut war's, super. Und? Super, gut geschmeckt. Was hast du jetzt von der Zusammenstellung gehalten? Mir hat's gut geschmeckt, super. Ja. Patricia? Schmeckt immer noch. Schmeckt immer noch? Ein wenig heiß, aber... Ja. Wie immer halt, so muss es ja sein. Schatzi? War sehr gut. Sehr gut. Dann habe ich 2 Tage hintereinander was richtig Gutes gemacht. 3 Tage. Morgen können wir auch noch davon essen. Okay. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Gulasch kann jeder machen, wie er meint. Da gibt es 1 Milliarde Möglichkeiten. Ja, drum ist es jetzt auch sinnlos, hier irgendwelche Verbesserungsvorschläge reinschreiben zu wollen. Es gibt einfach 1 Milliarde Möglichkeiten dazu. Okay, in dem Sinne würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, aber freundliches Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis demnächst. Ciao, Ikowski. Wir sehen uns.